Oldenburger Landeschampion der vierjährigen Dressurpferde 2015 geworden mit 9,0 für Galopp und Gesamteindruck, mit einer knappen 9 für Trab und Durchlässigkeit. Wurde dann Reservesieger der Oldenburger Sattelkörung und überzeugte bei seinem 30-Tage-Test in Schlickau. Fremdreitertest mit Traumnoten von 10,0, das Interieur mit einer knappen 10 bewertet worden. Und so tritt Radisson, wie gesagt, jetzt eben mit 6 Jahren vor uns. Der Vater Rock Forever 1 NRW ist zunächst mit Oliver Ulrich beim spätestens Ihnen aufmerksam geworden beim Nürnberger Burgpokalfinale in Frankfurt. Dort wurde er drittplatziert am Ende. Und dann ist er eben nicht nur mit ihm dort in Frankfurt aufgefallen, sondern errang 2-mal Silber und 1-mal Bronze bei den Bundeschampionaten, belegte Rang 6 bei den Weltmeisterschaften der 5-jährigen Dressurpferde und ist jetzt eben auf dem Weg in den internationalen Dressursport über die Mutterseite, über Fontania. Da haben wir den Blutschuss über Sevillano und eben Grundstein 1. Also Christoph, wenn wir dann über den Muttervater sprechen, über den Vater von Fontania, der Vollblüter Sevillano, der auch hier auf der Station stand, oder? Ja, Sevillano, das war ein toller Vollblüter mit ganz vielen Reitpferdepoints und nicht zuletzt der als Muttervater macht diesen Radisson so wertvoll, so interessant. Vater Rock Forever war damals mit Oliver Ulrich als Burgpokalfinalist top platziert und in aller Munde. Und das hier sicherlich einer der interessantesten Söhne über Sevillano und dann der hochbedeutende Grundstein 1, das Ganze basierend auf dem Stamm der Nigretti. Ursprünglich hannoverscher Stamm, der aber vor allem hier im Oldenburgischen große Bedeutung erlangt hat. Viele von Ihnen, die werden sicherlich noch die Rubinstein-Tochter Rioja kennen. Unter Johannes Augustin war die Seriensiegerin in schweren Dressuren hierzulande, Land auf, Land ab, sogar Grand Prix siegreich. Und Rioja, das ist die Halbschwester von Radissons Mutter. So, Andreas, wie fühlt er sich an? Aha. We'll be right back.
Der macht Spaß. Radisson vom Rock Forever 1 NRW. Sebiano Grundstein 1, herzlichen Dank. Andreas.